Jo, wie soll ich das abklemmen? Festdrücken und nicht loslassen. Sonst, sonst war's das. Hier sind wir! Hier! Er hat keinen Puls. Ja, wie schon, Jo. Du kannst dich doch nicht aus dem Staub machen. Lass mich nicht allein. Jetzt komm zurück. Bleib bei mir. Uhr, 30 an der Putzen. Sie können doch nicht aufhören. Jo darf nicht sterben. Jetzt machen Sie weiter. Sie dürfen nicht aufgeben. Weiter. Jo, jetzt komm zu mir zurück. Du kannst dich doch nicht verpissen. Ich bin's, Olli. Olli. Willkommen zurück. Du hast es geschafft, herzlich willkommen. So sieht's aus. Wie fühlst du dich? Hast du Schmerzen? Nee, keine Schmerzen. Das ist gut. Ja, dann sag ich mal dem Arzt Bescheid, dass du aufgewacht bist. Oder willst du lieber, dass ich bei dir bleibe? Nein, 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 wieso? Dann bin ich gleich wieder da. Der Arzt kommt gleich. Ich habe Angst um dich gehabt. Kannst du mir mal meine Krankenakte geben, bitte? Ich glaube, die liegt da vorne. Klar. Danke. Starker Blutverlust, Transfusion. Wunde genäht, keine Komplikation, alles gut. Alles gut ist gut. Du warst klinisch tot. Reanimation 10 Minuten, das ist ganz schön lang. Ewigkeit. Ich bin so froh, dass du zu mir zurückgekommen bist. Zu dir? Wieso zu dir? Naja, ich war doch die ganze Zeit dabei, als die Sanitäter dich reanimiert haben. Ich habe immer gesagt, dass sie nicht aufhören sollen. Ach, weißt du, Olli, das sind Profis, die wissen, was sie tun. Ich habe trotzdem gesagt, sie sollen nicht aufhören und plötzlich war dein Puls wieder da. Und du glaubst jetzt, das ist Schicksal, dass wir für alle Ewigkeit miteinander verbunden sind. Bin ich dir jetzt zu ewigem Dank verpflichtet oder... Nein, ich... Olli, weißt du was, ist? Ich glaube, es ist besser, du lässt mich alleine. Okay, dann komme ich später noch mal wieder. Das ist nicht nötig. Gut, dann sage ich wenigstens Frank und Tim Bescheid. Lass mal, bitte. Ja, aber deine Brüder müssen noch wissen, wie es dir geht. Ich werde mich wesentlich besser erholen, wenn ich alleine bin. Ich bin einfach erschöpft. Okay.
dann gehe ich jetzt. Mach's gut. Du hast ihm das Leben gerettet. Vielleicht. Ja, natürlich. Mein Bruder kann froh sein, dass du gerade da warst. Also besonders froh hat er ehrlich gesagt nicht gewirkt. Heißt? Heißt, dass er sehr zurückhaltend war, als er von einem Krankenhaus zu sich gekommen ist. Ja gut, das können die Medikamente gewesen sein. Ja, kann, aber also ich hatte ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das alles ist. Ich glaube einfach, er will mir nicht schuldig sein. Was würde zu ihm passen? Dann hat er Sam gesagt, dass er wach wurde. Als er mich angeguckt hat und gemerkt hat, dass ich's bin, hat er seine Hand weggezogen, so als wäre er enttäuscht. Aua. Ja, aua. Aber ist völlig okay. Ich hab's jetzt kapiert. Er liebt Sam und nicht mich. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt gehen wir halt getrennte Wege. Jo, hey. Klar kann ich das anrichten. Wann denn? Nein, kein Problem. Gut, dann bis morgen. Ciao. Was? Das war Jo. Er möchte gerne, dass ich ihn aus dem Krankenhaus abhole. Der Typ hat ja wohl den Arsch offen. Ach du, ist ja kein großes Ding. Ich fahr dahin, ich hol ihn, setz ihn zu Hause ab. Wo willst du hin? Was erledigen? Frank. Olli hat dir erzählt, was passiert ist? War ja ganz schön knapp, was? Für einen Moment habe ich sogar die Radieschen schon von unten gesehen. Du warst tot? Mann, jo, scheiße. Frank, ich bin Arzt. Ich halte mich grundsätzlich nur an Fakten. Aber ich hatte schon so oft von Patienten diese Geschichten gehört, wo man... Was, jetzt kommt aber nicht die Geschichte mit dem Tunnel und dem Licht und so. Doch, genau die volle Packung. Und Sam war auch da. Jo, haben Sie dir hier irgendwas in den Tee gemacht? Sag mal, Frank, glaubst du, es macht mir Spaß, dir hier irgendwas vorzuquatschen? Glaubst du, ich saug mir das alles aus den Fingern? Also, wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du gleich wieder gehen, ja? Schon gut. Tut mir leid. Das mit Sam. Ich weiß, wie es ist, wenn man sein Leben gemeinsam plant und das ist dann von heute auf morgen alles vorbei. Saskia ist nicht tot. Sie hat dich verlassen, weil sie es nicht mehr mit dir ausgehalten hat. Aber Sam, der hatte noch nicht mal die Wahl. Was ist dann passiert? Du hast Sam gesehen und was ist dann passiert? Er wollte, dass ich zu ihm komme. Aber du bist hier geblieben. Schau, Frank, ich weiß, dass du wegen Olli hier bist. Weil du der Meinung bist, dass ich nicht gut bin für ihn. Und ich gebe dir auch recht. Ich weiß, dass ich nicht gut bin für ihn. Aber vorher, als ich vor Sam stand und zu ihm gehen konnte, aber es nicht getan habe, ich habe mich entschieden. Ein erbärmliches Leben. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Schon gut. Wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an. Ich weiß ganz genau, was du denkst. Der Typ guckt mich sonst mit dem Arsch nicht an. Was will der überhaupt hier? Soll ich dir was sagen? Ich weiß es selbst nicht. Vielleicht habe ich mich bei Tim mit seinem Familienvirus angesteckt. Aber ich helfe dir da raus. Da bin ich immer gespannt. Warum hast du dich eigentlich fürs Weiterleben entschieden, wenn das alles so erbärmlich ist? Das frage ich mich echt auch.
Weißt du, im Liebsten würde ich sagen, in Ordnung. Denk doch von früh bis spät an deinen Sam. Bade in Selbstmitleid. Aber da draußen ist ein Mensch, der leidet wie ein Hund. Von dir mal ganz abgesehen. Frank, ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Ja, aber ich. Du versaust dir nämlich eine Riesenchance auf eine glückliche Beziehung, du Vollidiot. Wenn du so weitermachst, ist Olli weg. Und das weißt du. Das ist wahrscheinlich eh besser für ihn. Das denke ich seit 40 Jahren und du bist immer noch da. Überleg dir gut, ob du Olli aus deinem Leben streichen willst oder nicht. Für Menschen wie uns liegt das Glück nicht an jeder Straßenecke. Für dich schon gar nicht. Weil willst du das wissen? Wir sind Brüder, Junge. Bleib da noch. Wieso soll ich dir noch bei irgendwas helfen? Ich dachte, wir trinken vielleicht noch einen Kaffee zusammen. Tut mir leid, ich muss los. Olli, wegen gestern. Es tut mir leid, dass ich so komisch war. Muss es nicht. Doch, ich hab das nicht so gemeint. Doch, das hast du. Ist auch völlig okay, wirklich. Du hast mir oft genug gesagt, ich soll mir keine falschen Hoffnungen machen, wenn ich es dann trotzdem mache, dann ist das ja nicht dein Problem, sondern meins. Ne? Und ich komme damit klar. Du hast gesagt, wir können nicht mehr sein als Freunde. Das habe ich jetzt kapiert. Vielleicht klappt es ja trotzdem irgendwann, dass wir befreundet sind, aber bis dahin, da würde ich dir gerne ein bisschen aus dem Weg gehen. Mach's gut. Mach's gut. Was machst denn du hier? Ich wollte zu dir. Solltest du nicht zu Hause sein und dich erholen? Ja, aber ich habe Hunger. Was? Ja, ich habe Hunger und bei mir war nichts mehr im Kühlschrank. Ja gut, dann ruf halt einen Lieferservice an. Ich bin der Lieferservice. Nudeln, Soße. Ich koche was für uns. Ich habe dir doch schon erklärt, warum das keine gute Idee ist. Ja, ich weiß. Aber? Ich kann im Moment ganz schlecht alleine sein. Hey, dann komm halt rein. Ja, ganz schön lecker aus. Viel besser als die Fertigsoße, die ich mitgebracht habe. Was ja auch keine große Kunst ist. Kochen kannst du also auch. Wieso auch? Naja, du siehst total toll aus, bist charmant, nett, lustig und du kannst Cocktails mixen. Jo, was soll das werden? Ich zähle nur die Dinge auf, die mir an dir gefallen.
Ja, das kann ich aber nicht mehr. Du bist nett zu mir, dann bist du plötzlich scheiße. Dann bist du mit mir befreundet sein, plötzlich doch nicht mehr. Dann machst du mir Hoffnung, dann heißt es, ich kann nichts für dich empfinden. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Ja, es kann ja sein, aber es geht so, seit ich dich kenne. Seit Monaten. Und das kann ich nicht mehr. Ja, ich weiß, ich bin total verkorkst. Wahrscheinlich brauche ich auch Hilfe. Die kann ich dir aber nicht geben. Warum nicht? Weil ich mich in dich verliebt habe. Olli, du hattest doch mal gesagt, du willst mich entweder ganz oder gar nicht. Ich habe mich entschieden. Ich entscheide mich für ganz. Vielleicht meinst du das sogar wirklich ernst, aber Jo, wie soll das gehen? Du liebst immer noch Sam, daran hat sich nichts geändert. Doch, es hat sich was geändert. Ich habe ihn gesehen, Sam. Als mein Herz aufgehört hat zu schlagen, habe ich ihn gesehen. Ich hätte für immer bei ihm sein können. Und fast hätte ich es auch getan, wenn du nicht gewesen wärst. Charlie, ich weiß, du hast mir das Leben gerettet. Nicht, weil du meine Blutung gestoppt hast oder weil du den Sanitäter dazu gebracht hast, mich nicht aufzugeben. Du hast mir einen Grund gegeben, weiterzuleben. Falls du jetzt denkst, dass du mir irgendwie was schuldig bist. Nein, 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 das meine ich gar nicht so. Ich habe nur begriffen, dass ich nicht so weitermachen kann. Ich muss Sam loslassen. Und ich will mit dir zusammen sein. Meinst du das wirklich ernst? Oder überlegst du es jetzt morgen wieder anders? Ich kann dir keine Garantie geben, aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Auch wenn ich Angst habe, aber ich habe noch mehr Angst, dich zu verlieren.